Und 2W6. 3. Er kostet dich nur die Hälfte an Astralkraft. Die Sphären sind dünn. Es fühlt sich gut an, sich nicht zu bewegen. Du solltest häufiger zaubern. viel besser. Hier, trinkt. Reicht nach einem zwei Schlucken, reicht ihn diese Amphore, diesen Krug weiter. Jalan, du müsstest nur noch zugreifen. Dieser Zauber von Abel mir ist nützlich. Aber lohnt sich das? Sollten wir mal selbst suchen. Prüfen wir jetzt mal Arroganz. Okay. Ich ignoriere den komplett. Deine Zunge ist weiterhin ein Klumpen, der einfach nur stört. Das Reden tut weh. Panamas hält sein rechtschaffenes Wasser über die Rechtgläubers. Ich würde mich mal so zu Abemir robben und den Krug in die Hand nehmen und davon trinken. Köstliches Blut. Köstliches Blut. Köstlich. Das von Abemir auch? Ja, interessanter Geschmack, Abemir, aber ich stehe jetzt nicht auf. Ich schau mal, ist irgendjemand in Reichweite, dass ich es ihm geben kann, ohne aufzustehen? Dann würde ich es weiterreichen. Sonst stelle ich es hin. Ich würde aber natürlich Mira vorher noch trinken lassen. Das ist wichtig. Isarun sitzt neben dir. Isarun, willst du auch was trinken? Ja, aber ich will mich nicht bewegen. Ich stelle jetzt von neben dich hin, dann kannst du dich später drum kümmern. Oh. Später klingt gut. Ja, denke ich auch. Isarun umklammert bzw. umarmt den Krug, zieht sich mit der anderen Hand die Kapuze übers Gesicht und rollt sich zusammen. Kiaras, wie kommst du an dein Trinken? Keine Lust zu trinken. Ich bleib einfach liegen. Liegen ist noch gut. Ich warte, bis der Regen kommt. Regen kommt immer irgendwann. Du hast gelesen, dass ein Mensch 2 Tage ohne Wasser aushalten kann. Ist doch nur ein Tag. Deine Muskeln werden steif, brennen wie Feuer. Aber einen Tag kann man aushalten. Und so sitzt ihr einfach nur da. Könnt wohl sehen, dass sich im Tempel irgendjemand bewegt. Ist das ein Bettler? Wer sich zwischen den Kindern bewegt, durchgleitet wie ein Schatten, wie eine Flüssigkeit mit seinem purpurnen Mantel, sich zu ihnen setzt und ihnen die Geschichten erzählt. Märchengeschichten aus Kuslik, aus Winsald, von den Bergen der Zwerge. Wie ihren Namen in den Mund nimmt. Geschichten von großen Löwen, von brennenden Flammen, von Bursan, von Gragvalot, Iwash, Marugmetai. Die Kinder zuhören. Mit großer Mühe rappelt sich Isarun auf und hebt den Krug an, den sie umklammert hielt, und schmeißt ihn in Richtung der Gestalt, dass das Wasser rausschwappt. Nein, was tut ihr da? Mein Wasser. Irgendjemand sollte sich darum kümmern, aber Isarun, das war ein ganz toller Wurf. Ihr steht doch schon, dann könnt ihr es auch. Stecht den Typen ab. Euer Segen mit euch, ihr werdet schon das Aber Richtige ich tun. müsste erst. Ach, da hinten ist doch die Kiste mit den Waffen und da müsste ich die aufmachen. Aber dann musst du erst den Schlüssel von Kiaras holen. Oh nee, aber Kiaras sitzt doch irgendwo da. Auf Wir einmal brauchen einen keine Fernkampf, Weichen. eine Wie weit ist Fernkampfprobe. der Bettler weg? Unendlich weit weg. Blitzreich, Er nicht ist in so Blitzreich weit weiter. entfernt. 13 Schritt. 13 Schritt, das ist gut. Oh, Das ist cool. Sohn! Isarun trifft. Du siehst, wie der Krug zerschellt.
und sich die purpurne Gestalt auflöst. Als wäre sie nie da. Ihr könnt ein letztes Geräusch hören. Das klingt wie ein Name. Atesh Serun. Hat den gut gemacht. Aber könnt ihr aufhören, Kauderwelsch zu flüstern? Das war ich nicht, aber jetzt ist erstmal Ruhe im Karton. Ist gut. Ich glaube euch nicht, aber ich habe nicht genug Kraft, um... Ach, egal. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob ihr geschlafen habt. Es fühlt sich nicht so an. Aber ihr werdet wach von einem Surren, was von draußen klingt. Wenn ihr nach oben guckt, könnt ihr sehen, dass wohl das Prajos-Mal am Himmel steht. Der graue Himmel ist also verschwunden und auch der Rauch, der dort oben hing. Es ist schwül warm, eure Kleidung klebt euch am Körper. Ein bleierner Dunst, der die Luft erfüllt, und könnt sehen, wie von draußen an die Fenster Fliegen kleben, die dort sitzen, rauf und runter gehen. Ungeziefer. Höllische Plagen, die dort draußen sitzen und surren und murren. Und ihr könnt diese Stechen in eurem Kopf spüren. Und wie die Eiterbeulen unter eurer Haut größer und größer werden. Wie sie aufplatzen und Eiter an euch herumläuft. Ihr spürt den Einfluss von Rahastes und das Flüstern der Plagenknolle. Was wollt ihr tun? Haben wir das Mistvieh nicht schon gebannt? Ich hasse Insekten. Ja, er ist gebannt und... Warum ist er denn da draußen? Weil er draußen ist und wir, naja, halb draußen. Erzian erhebt sich so ein bisschen knackend, streckt sich so ein bisschen. Es wirkt so ein bisschen, als wäre diese Trägheit von euch abgefallen. Und könnt dann sehen, wie er wohl zu dem Fass geht, was direkt neben ihm steht. Und er eine Kelle einfüllt, und als er sie wieder hochholt, könnt ihr sehen, wie wohl nur weißer Eiter in dieser Kelle sich befindet und das Wasser einfach verdorben ist. Und jetzt könnt ihr auch diesen süßlichen Geruch wahrnehmen, wie er in der ganzen Halle liegt, obwohl ihr in einem Heiligtum der Travier steht. In dem Heiligtum. Isarun, du kannst sehen, wie einige Käfer aus deinem Gewand vorkriechen. Habe mir einige Asseln, die unter deinem Schuh sitzen. Voltax kann eine Heuschrecke von seiner Wange schnipsen. Ich spring auf und tänzel durch die Halle. Mach das weg, mach das weg! Ich nehme mal die Asseln ganz vorsichtig und tue sie so zur Seite setzen. Entspann dich, Abelmir. Alles ist cool. Sie sind überall. Ich kann sie spüren. In meinen Kleidern, unter meiner Haut, hinter meinen Augen. Gut, mach sie weg. Wäre ein Problem. Habt ihr nicht einen Zauber für sowas? Doch nicht für unter der Haut. Was weiß ich denn? Keras, du kannst sehen, wie irgendetwas wohl die Eier unter die Haut gelegt hat. Sie bewegen sich. Fast so wie der Battle-Mönch mit seinem Fluch. Aber diesmal sind es viele. Ah, nicht schon wieder. Ich muss wirklich zu einem Arzt. Ja, greif so schon nach meinem Dolch, bis ich dann irgendwie mir einfällt, dass ich den gar nicht am Gürtel hab. Du müsstest an die Kisten kommen. Nee, ich bleib dann da sitzen und versuch das zu unterdrücken, dass ich da nicht zu viel dann rumjocke. Isarun quietscht erschrocken auf und springt auf und reißt sich sofort die Robe vom Leib und beginnt die zu inspizieren, schaut unter ihren Waffenrock nach, ob da vielleicht auch noch irgendwelche von den Viechern sitzen, schüttelt sich am ganzen Körper. Du siehst wohl, wenn du deinen Rucksack inspizierst, sind das diese Fliegen? Diese Borborat-Moskitos? Du erinnerst dich an Gareth. Du erinnerst dich an die Erzmagierin, die ihren Verstand verloren hat. Du in siehst, wie Panik.
die Borborat-Moskitos dich ansehen, gierig. Ja, in einer Panik nimmt sie ihre Robe, knüllt sie zu so einer Art Knotenseil zusammen und schlägt damit nach den Fliegen oder Moskitos, was auch immer das jetzt ist. Wie viele Insekten sehe ich denn? Sie also sind eigentlich überall. Ganz Insektenschwarm. Sie sitzen nicht nur auf den Fenstern, sondern sind mittlerweile auch im Tempel. An den Wänden. Auf den Fässern mit Eiter. Warum haben wir Eiter im Fässer? Das war mal euer Wasser. Oh Mann, ich kann theoretisch. Du bist. Machen. Ja, ich zaubere den Herr über das Tierreich in der Variante Herr der Fliegen. Da muss ich gegen eine 14er MR anzaubern. Ich lasse mir natürlich Zeit. Kannst ihn erzwingen. Ja, ich würde ihn auch erzwingen. Tu es. Herrschaftszauber. Und ich lege nochmal 8 ASP zusätzlich rein zum Erzwingen. Sehr gut. So, und dann kommt der Herr über das Tierreich. Ja. Mit der Vierer, also mit dem Erzwingen von 4 ist das genau geschafft. 2W6. 2W6, alles klar. 7. Er kostet dich zusätzlich 1W3 Lebenspunkte. Okay. Während du zauberst, merkst du, wie sich die Borborat-Moskitos auf deiner Haut niedersetzen. Moment, wo ist der W3 oder? 1W6. W6 halbiert. Okay. Die sich in dir saugen und nuckeln und lutschen. Und dann bekommst du die Kontrolle über sie. Du spürst ihren Schwarm. Viele Schwärme. Sie sind Legion. Den Schwarm kommandieren und befehlen, das Gebäude zu verlassen. Und nicht einzudringen mehr. Sehen, wie Boltak seine Hände erhebt. Orolansche Runen spricht. Die Sprache der Zwerge. Brummeln und brummeln. Und sich die Fliegen erheben. Mor, Mor. Almraxtor. Losch. Komm schon. Der Tag vergeht. Immer noch habt ihr Durst. Die Träger hat das abgefallen, aber alles, was ihr in die Finger nehmt, ist vergammelt, verschimmelt, verfault. Ihr erinnert euch zurück an Dapazien, an das, was jetzt die Finstermark ist. Gebt mir mal einen W20. Jeder oder einer? Einer. Ich hab keinen Chip mehr, ich mach 1. Das ist nicht gut, oder? 1 ist immer gut. Für dich. Nö, 1 ist tatsächlich gut. Ihr könnt draußen hören, wie dort wohl irgendjemand umhergeht. Das sind zwar keine Fliegen mehr, aber ihr könnt es hören, stöhnen. Sind das die Toten, die sich erhoben haben? Faulend. Aber sie kommen nicht hier rein. Ihr seid ihr sicher. Ihr könnt es hören, wie es... Es riecht nach Feuer. Irgendetwas in der Stadt brennt. Irgendjemand hat sich wohl daneben benommen. Wenn ich anfange, die Toten zu hören, dann gehe ich mal zu Kiaras und lege mal ganz liebevoll meine Arme um ihn, damit er nicht gleich einfach anfängt wegzulaufen oder ähnliche Dinge tut. Also ich würde ihn mal fest umarmen. Alles gut, Karinor. Wir sind sicher. Was? Ja. Einfach schlafen. Ja. Einfach schlafen, Karinor. Ruf ihn Post auf euch auf. Leicht verwirrt gucke ich ihn an, zucke über die Schulter und genieße einfach die Umarmung.
hier auf Maraskan mal Geschichten gehört von Insekten, die groß sind wie Menschen und auf 2, 4 weniger als normalen Beinen halt gehen. Meint ihr so wie ein Schröter? Nur halt aufrecht, genau. Ah. Das sind große Viecher, aber nicht gefährlich. Sind die auf Maraskan anders? Nun, es ist Maraskan. Vermutlich sind sie giftig. Oder können Stacheln verschießen. Vermutlich beides. Stacheln. Ja. Mich ängstigt diese Sonne dort oben. Was auch immer sie ist nicht das strafende Auge unseres Herrn Pragos. Was ist geschlossen? Aber woher kommt dann dieses Spottbild? Warum schaut es mich so an? Lasst es euch nicht unter die Haut kommen. Denkt daran, dass die Götter uns auch in diesen Tagen mit ihren Blicken überwachen und uns Hoffnung schenken. Ich meine, wir sind einmal in einem Tempel. Das heilige Paar ist keine 100 Meter von hier, ich bin mir sicher. Die Götter haben einen Blick auf uns. Hoffentlich. Und Bryos wird auch nicht seinen letzten Bandstrahler vergessen. Auch wenn ihr jetzt Geweihter seid. Auch als Geweihter bleibt man Bandstrahler. Tatsächlich. Tatsächlich. Ihr denkt an Sonnenlegionäre. Ah, mag sein. Ich meine, er hat bei Wehrheim auf euch ein Auge gehabt. Er hat auch jetzt ein Auge auf euch. Die Zeit vergeht. Aber die Sonne geht nicht unter. Es bleibt hell. Ihr dürft mal eine Magiekunde plus 8 ablegen. Jetzt nicht so mein Talent. Ja, ich wollte gerade sagen. Doppel 1 ist immer drin. Ach ja, nicht plus 13. Zählen irgendwelche Spezialisierungen? Dämonologie würde ich tatsächlich zählen lassen. Ein Punkt, das war gut. 6 Voltags ist gar nicht also so mir gut. Mir fehlt ein Punkt. Nee, ich bin ja plus 8. Das ist ja nur eine plus 8, das ist ja keine plus 13. Was sind nicht eure ersten namenlosen Tage? Aber nee, du weißt, dass die Sonne zwischen dem dritten und dem vierten Tag nicht untergeht. Auf Rahastas folgt Madara Esther. Es ist erneut schwül. Schweiß rinnt euch herunter. Und das, was jetzt folgt. Diebstahl, Raub, Vergewaltigung, Totschlag. Die Menschen werden aggressiv. Zu lange seid ihr eingeschlossen. Jetzt müsst ihr wachsam bleiben. Stimmen, die lauter werden. Stimmen, die euch Versprechungen machen. Ich würde mal meinen eisernen Willen anwerfen. Mich konzentrieren und versuchen, gegen die Stimmen abzuschotten. Wirkt ihr nicht für eine ganze Spielrunde? Ja. Einen ganzen Tag, den du aushalten musst. Ja, ist mir bewusst. Konzentrierst dich. Weiterer Schweiß, der dir entlangläuft. Versuchst ein bisschen die Luft anzuhalten. Vielleicht macht es das besser. Du siehst, wie die Schweißperlen an den Stirnen der anderen entlangläufen und an den Haut. Jana, du schaust nach oben. Du kannst das Brei erstmal erkennen, aber es verbreitet nur trübes Dämmerlicht. Du wirst von einem inneren Bedürfnis erfüllt oder getrieben. Zum Morden. Verflucht. Keine Waffe. Ihr könnt sehen, wie jetzt Okurian von Rabenmund durch die Reihen geht. Direkt auf euch zu. Wo sind die Waffen? Warum habt ihr sie eingeschlossen? Seid ihr wahnsinnig, wir brauchen die Waffen. Aber die Raben uns nicht trauen kann mit Waffen. Wir brauchen jetzt die Waffen. Es ist Unfug, Waffen wegzuschließen während dieser Tage. Wir brauchen sie, um euch zu verteidigen. Draußen sitzt der Feind. Wir sollten nach draußen laufen und uns die Stadt zurückholen. Wir sitzen bereits seit 4 Tagen hier drin.
Nichts ist passiert. Ich bin mir sicher. Und trete auf ihn zu. Versuche ihm eine Hand auf die Schulter zu legen. Wenn er eine hat, wenn ich eine habe, hat er auch eine. Wenn ich keine habe, hat er auch keine. Wir sollten da rausgehen. Wir sind erfahrene Krieger. Wir sollten nicht herausgehen. Der Feind ist fort. Wir sind hier drinnen sicher. Noch einen weiteren Tag, dann können wir wieder hinaus. Wir könnten ihn vorschicken. Wer hat euch überhaupt befohlen, die Waffen wegzuschließen? Das wart ihr selbst. Das war ich nicht. Wollt ihr mich zum Narren halten? Das möchte ich nicht. Sehe ich aus, als wenn ich lüge. Ich war nie bei euch. Ihr dürft mal Menschenkenntnis würfeln. Plus 13. Können wir dich mal selbst wäre schon plus 13 würfeln, der hätte ich auch eine Chance. Können wir mal überzeugen, plus 13 würfeln? Irgendjemand einen Schicksalspunkt? 19, 19, 19. Das ist doch mal ein Wurf. Ich kann's nicht schaffen. Kannst denn überhaupt jemand schaffen? Ömer hätte gekonnt. Hat jemand noch einen Schicksalspunkt von euch? Wenn ich ja, aber... Ich habe noch einen Schicksalspunkt, ich könnte die Intuition schippen. Dann kannst du schaffen, ja. Dann kannst du 12 oder drunter? Ja, 12 oder drunter, ja, komm. Schüttel die Intuition. Jetzt kommt die 13. Nein. Er lügt nicht, er war nie bei euch. Er scheint auch richtig zu sein in seinen Worten. Vielleicht sollten wir uns die Waffen wirklich wieder zu eigen machen. Wenn wir hier haben, haben die auch welche, Boltax. Ah. Wenn wir keine haben, haben die auch keine. Hm. Wir lassen die Waffen natürlich weggeschlossen. Wir sind alle alt genug, um zu wissen, welcher Tag dies ist, oder nicht? Wenn wir keine haben, kann Raffini umhauen. Wenn jetzt alle Waffen in die Hand bekommen, kommt es nur zum Blutbad. Ja, das stimmt auch wieder. Wir richten die Waffen nicht gegen uns selbst. Wir öffnen die Tore. Das, was wir brauchen, Tore. Wir brauchen mehr Platz. Ich ersticke hier drin. Die Luft ist schlecht. Die Luft da draußen ist viel schlechter. Nein, die Luft hier drin ist wirklich schlecht. Das liegt an den Kerzen. Euer prinzliche Durchlauf, vielleicht sollten wir uns alle zusammensetzen und ein Gebet an den Herrn Prey ausrichten, dass er unsere Sinne wieder klären möge und den Blick auf die Wahrheit nicht mehr verstellt. Die Tore sind zu, um das, was da draußen ist, nicht hier reinzulassen. Und das soll auch so bleiben. Hilf, starr dich feindselig an, Isarun. Ich schaue ihn erwartungsvoll an. Nein. Und? Die Götter sind in diesen Tagen fern und ihr Blick ist von unserer Sphäre abgewandt. Ihr dürft noch einmal Menschenkenntnisprobe würfeln. Beten bringt uns gar nichts. Plus 13? Nein. Oh. Trotzdem versagt. Und geholt. Oh, oh, oh. Da hättest du ja auch die plus 13 geschafft. So eine Kacke. Kommt ihr selbst drauf? Nicht Okurian. Okurian würde niemals Preios ablehnen. Aber ich bin nicht. Das ist auch wahrscheinlich nicht Okurian. Wer seid ihr? Das ist Okurian von Rabenmund, aber mir das Thema hatten wir. Das ist nicht Okurian von Rabenmund. Ich würde mal versuchen, das etwas anzufassen. Aber mir, solange es nicht anzwingend in Verkleidung ist, hört mit dem Müll auf. Was macht die Person, wenn ich versuche, sie anzufassen? Du kannst ihn anfassen, er ist echt da. Also mein Freund, wir beide führen jetzt ein Gespräch, du bist ein Neokurian von Raben und also wer bist du? Auf wem seid ihr denn wahnsinnig geworden? Seht euch den Mann doch an! Das ist nicht Okurian! Nein, ihr habt nicht mit ihm gesprochen, so würde er niemals reden. Ich versuche erstmal möglichst sanft Raffins Hände von Okurian runterzunehmen. Also gut, dann machen wir das anders. Initiative. Sag Okurian oder sagst du? Gerade nicht so leicht zu erscheinen. Wer kann kommen? Gut, ihr habt eure Waffen weggeschlossen. Ja, das ist für mich kein Problem. Also ich habe noch genug Karma für einen Mannstrahl. Ihr könnt auch gerne jetzt Mannstrahlen. So, dann schaue ich mal nach. Ich werde einfach alle die 1 werfen. Okay, jetzt nicht mehr. Genau, ich schreibe mir die Initiative hier mal auf. Da.
So, für der Junge hat Bock auf ein paar Doppelschläge. 20 Abelmir. Ich hab gesagt, Raffin behalt den Schlagring. Hast du den Schlagring behalten? Nein, ja. Ja, aber wenn ich ausgerastet wäre mit dem Schlagring, dann hätte ich euch zu viert kaputt gehauen. Ach, mimi. Was sind diese Runden? Ich hätte einfach Zwingtanz gemacht. Ja, gut. Ich hab 17. Ja, dann macht doch jetzt einen Zwingtanz, mein Junge. Wenn ich das hast nicht. Du kannst nicht alle unsere Probleme mit dem Zwingtanz lösen. Für ich bin dagegen. Diese Runden. Einer fehlt noch. Hab ich Raffin? Ich hab eine 20. Hab ich Abelmir? 20, ja, hab ich, gut. So, was ist denn das für ein Dämon? Meine Faustangriffe zählen als geweihte Waffe. Ich weiß. Quitzlinger. Juhu, ich krieg Goldstern. Was ist ein Quitzlinger? Ein Gestaltwandler. Der kann die Gestalten. Wie ist der denn hier reingekommen? Wieso kriegt er keinen Schaden die ganze Zeit, ist die viel bessere Frage. Ja, wir wissen... Vamira, der Gestaltwandler. Weil der Beschwörer ihm Schutz gegen göttliches Wirken 7 mitgegeben hat. Außerdem ist ein Wesen des Amazot. Purpur da oben reingerannt ist am Ende. So, dann mir noch mal einen Wasserkrug. 6, 5. Wo steht denn der Quitzlinger drin? Ist das, der muss doch in der WLZ drin stehen. Ja, unter Quitzlinger oder Kuh. Ja, weißt du welche Seite? Nein. Ich auch nicht. Ich glaube, der holt uns böse auf den Sack. Ach, naja. Quitzlinger, ja, mein doch. Welche Seite? So, 220. 220. Ach ja, weil ich hier mit Z geschrieben habe, wie. Und nicht mit S. Aha, ein höherer Gestaltwandler. Och, der ist gehört? Ja. Gut, dann, ich habe gewürfelt eine 5. Die Initiative von ihm ist bei 14. Dann habe ich eine 19. Wir fangen von unten nach oben an. Boltax. Ja, ich würde beginnen zu zaubern. Ist mir bewusst, dass es sich um einen Dämon handelt? Nein, gut, dann würde ich erstmal eine Magiekunde-Probe machen. Um eventuell dahinter zu steigen, weil. Eine Magiekunde-Probe, weil ein Praios-gläubiger Ritter dich schlagen will? Nein. Ein Praios-gläubiger Ritter dir gesagt hat. Ja, dann mit Dämonologie als Spezialisierung darfst du natürlich benutzen. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur ganz normal Elementarismus. dann wahrscheinlich sehr schwer. Ungefähr? Das schauen wir gerade mal nach. 16 und 8 halbiert. Sind wir bei einer 12, ne? Ja. 10er Wert. Geht auch gute Attribute von mir, das könnte ich schaffen. Schauen wir mal. Nein. Nicht geschafft, du weißt nicht, was vor dir steht. Hast du auch nicht gesehen. Nach der 14 kommt die 16 Jahre an. Er sieht immer noch aus wie der Kugeln von Rabenmund. Ja. Und er macht gerade Anstalten, sich mit uns rauchen zu fallen. Du weißt nicht, was er tut. Er hat nur gesagt, okay, dann machen wir das anders. 2. Und er macht. Ich mach sowieso nichts. Ich meine nur, gerade, dass ich. Du schaust verwirrt und weißt nicht, was vor sich geht. Ja, dann kommt ja nach Jalan Iserun 17. Das heißt, er macht nichts, er ist nach dir dran. Er hat eine höhere Initiative. Ja, weiß nicht, was er steht, tut. Nein, ich meine, er macht jetzt gerade nichts. Er steht nur da. Und ist so Kurian von Rabenmund. Iserun. Wahrscheinlich. Ich versuche auch erstmal den Dämon zu identifizieren.